Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei Ihrem BLK TV. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Nach dem gestrigen Feiertag haben wir für Sie wieder aktuelle Themen aus dem Burgenlandkreis vorbereitet. Und wir starten auch gleich mit dem ersten Thema. Großer Bahnhof am Montag in der Landesschule Pforta. Hier fand die diesjährige Verleihung des Deutschen Preises für Denkmalschutz statt. Der Preis ist auf diesem Gebiet die höchste Auszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland. Denkmale sind Zeitgeschichte. Das Präsidium des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz verleiht seit 1978 jedes Jahr Persönlichkeiten und Personengruppen, die sich in besonderem Maße um die Erhaltung des baulichen und archäologischen Erbes verdient gemacht haben, den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Der Deutsche Preis für Denkmalschutz ist die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in Deutschland. Die Auszeichnung kann in folgenden Kategorien verliehen werden: dem Karl-Friedrich-Schinkel-Ring, der Silbernen Halbkugel, dem Journalistenpreis und dem Internetpreis. In diesem Jahr fand die Verleihung in der Landesschule Pforta statt. Ja, die Verleihung heute hier bei uns im Burgenlandkreis, sprich in Sachsen-Anhalt und jetzt genauer gesagt in Pforta. Wie ist es dazu gekommen? Also wir hatten die Idee, dass wir das natürlich in einem Land machen, was nationales, wertvolles Kulturgut hat. Und da wir letztes Jahr ja den UNESCO-Titel für den Naumburger Dom bekommen haben, war das mein Vorschlag, dass ich sage, wir gehen nach Sachsen-Anhalt in das wunderschöne Saale-Unstrut-Gebiet nach Naumburg. Und Schulpforta ist nun mal ziemlich bekannt. Und ich bin ja selber Lehrer von Haus aus. Und eine meiner Töchter hat natürlich hier ihre naturwissenschaftliche Laufbahn gemacht. Die hat also hier 95 war die in Schulpforta. Und das ist natürlich eine wunderbare Erinnerung an dieses Gebiet. Und wenn man die Historie hier sieht, dann weiß man, wer alles hier war. Und ich denke, also für eine Denkmalpreisverleihung des Landes gibt es keinen schöneren Ort als hier in Sachsen-Anhalt und das speziell in Naumburg. Und dass uns das heute gelungen ist mit so wunderschönem Wetter. Und Sie haben es gesehen, alle Leute sind begeistert. Ich glaube, der Ansturm für diese Preisverleihung war so groß wie noch nie. Und das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Und wir sind ja Botschafter unseres Landes und natürlich auch des Landkreises. Und diese Aufgabe nehmen wir als Staatskanzlei, also Ministerium für Kultur und hier im Rahmen Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz natürlich sehr gern wahr. Und ich habe mich besonders gefreut, wie hochkarätig das heute besetzt war. Ich denke, das ist auch ein Hinweis für uns, dass wir alles richtig gemacht haben. Die Preisträger kamen in diesem Jahr unter anderem aus Thüringen, Bayern, Sachsen und auch aus Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs e.V. erhielten ihre Auszeichnung in der Kategorie Silberne Halbkugel. Insbesondere unterstützt die Gesellschaft die Sicherung, Erhaltung und Wiederherstellung vom baulichen und gärtnerischen. Kurz vor dem Winterbeginn soll ein Großteil der Straßenbaustellen noch fertiggestellt werden. Endlich war es dann auch für die Ortsdurchfahrt Rössulen soweit. Am Dienstag erfolgte die Freigabe des zweiten Bauabschnitts als Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Stadt Hohenmölsen. Es ist vollbracht. Am Dienstag konnte der zweite Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt Rössulen freigegeben werden. Die Kreisstraße verbindet die B91 und die L190 und sie verläuft mit einer Länge von etwa 6,5 Kilometer durch Aupitz, Rössulen und Wehlitz. Der erste Bauabschnitt der Ortslage Rössulen wurde bereits 2014 als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Hohenmölsen realisiert. Der Ausbau des zweiten Bauabschnittes der Ortsdurchfahrt Rössulen mit einer Länge von ca. 455 Metern erfolgte ebenfalls als Gemeinschaftsmaßnahme des Burgenlandkreises mit der Stadt Hohenmölsen.
So, wieder eine Baumaßnahme abgeschlossen hier und das freut natürlich den Hohenmölzner Bürgermeister. Ja, wirklich sehr, weil wir uns hier an einer der wichtigsten Zufahrtsstraßen zu Hohenmölzen befinden, direkt in unmittelbarer Nachbarschaft zum mitteldeutschen Paraffinwerk. Und das ist ja einer unserer Standorte, gemeinsam mit dem Kraftwerk Wehlitz, wo wir ein Industriegebiet haben, das gerade jetzt in Fragen des Strukturwandels entwickelt werden soll. Und dass wir dafür eine gute verkehrliche Infrastruktur brauchen, ist selbstredend. Und hier hat der Landkreis ganze Arbeit in Gemeinschaftsarbeit mit der Stadt Hohenmölzen geleistet und deswegen ist es heute ein schöner Moment. Kann man schon mal schauen, was soll gemacht werden hier? Gibt es da schon richtige Vorstellungen? Naja gut, zum einen haben wir ja schon das Paraffinwerk hier am Standort. Hier werden Wachse produziert, sind schon viele Millionen investiert worden. Und da muss man immer denken, wie die Kreisläufe sind und ob man genau in der Folgeindustrie dort weitere Ansiedlungen schaffen kann. Und dann haben wir eine große Fläche zwischen dem Paraffinwerk und dem Industriekraftwerk Wehlitz, wo wir uns darüber unterhalten, wie wir zum Beispiel unsere Fernwärme in eine gute, versorgungssichere Zukunft überführen oder wie man überhaupt die Industriefläche für neue Arbeitsplätze nutzen kann. Mit der Planung und Bauüberwachung wurde das Ingenieurbüro Steinbacher Konsult GmbH aus Lützen beauftragt. Die öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahme fand im ersten Quartal 2019 statt. Im Ergebnis der Ausschreibung wurde der Zuschlag an die Firma Reif Baugesellschaft MBH und Co. KG Schkeuditz erteilt. Ja, heute ist eine angenehme Aufgabe hier in Rösul. Das ist schön, dass es mal angenehme Aufgaben gibt. Im Moment sind die Probleme größer als die angenehmen Dinge. Deshalb bin ich gerne hierher gekommen. Eine Straßeneinweihung ist mal was Positives. Wie viel wird eigentlich hier investiert? Man sieht der Straße das gar nicht an. Das sind ja nur knapp 500 Meter und trotzdem haben die 500 Meter über 1,1 Millionen Euro gekostet. Das ist eine stolze Zahl, das ist eine Hausnummer. Macht es das jetzt schwer im Landkreis? Wir haben ja viele Sonderstraßen, die einer Sanierung bedürften. Also die Mittel reichen vorne und hinten nicht. Wir haben auch an der Straße schon mal 2014 einen Abschnitt saniert. Sinnvoll wäre ja auch betriebsvolkswirtschaftlich sinnvoll, eine Straße in einem Stück wieder herzurichten. Aber dafür reicht das Geld dann nicht aus. Deshalb musste nun 2019 der zweite Abschnitt gemacht werden. Dass das hier so teuer wird, liegt eben daran, dass wir hier in einem Bergbaugebiet sind und entsprechende Vorkehrungen gegen den Bergfall notwendig waren. Dankeschön. Ich danke auch und ich freue mich, dass ein paar Anwohner auch da sind, dass die das als wichtig empfinden, auch die, die hier arbeiten im Paraffinwerk. Das ist ein wichtiges Signal. Das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit hat in dieser Woche auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Über 70 Mitglieder zählt das Netzwerk inzwischen. Dazu auch verschiedene Verbände, Kliniken, Krankenkassen und Betriebe aus dem Gesundheits- und Lebensmittelsektor. Die Mitglieder des Mitteldeutschen Netzwerkes Gesundheit e.V. trafen sich am Dienstagabend in Schumannsgarten in Weißenfels. Denn es standen die Mitgliederversammlung und die Vorstandswahlen an. Der Verein Mitteldeutsches Netzwerk für Gesundheit versteht sich als Interessenvertretung gegenüber Politik und Verwaltung sowie als überparteiliche und unabhängige Interessenvertretung von Unternehmen, Institutionen, Vereinigungen und natürliche Personen in Mitteldeutschland. Stetig wächst das im gesamten Burgenlandkreis bekannte Präventions- und Gesundheitskonzept Apfellatein. Insbesondere Michael Schwarzer von der AOK Sachsen-Anhalt Süd sorgt als Initiator der Aktion unermüdlich für eine stetige Erweiterung des Konzeptes im Burgenlandkreis und auch darüber hinaus. Doch auch die Pflegeplattform Burgenlandkreis kam an diesem Abend zur Sprache, denn gerade in dem Pflegebereich gibt es noch viel zu tun. Nach der Entlastung des alten Vorstandes wurde dann der neue Vorstand gewählt. Zum Vorsitzenden wurde Michael Schwarze, Regionalsprecher der AOK Sachsen-Anhalt, berufen. Als erster Stellvertreter erhielt Lars Frohn das Vertrauen. Und als zweiter Stellvertreter wurde Thomas Pfennig in seinem Amt bestätigt. Als Schatzmeister erhielt Martin Lindert von der FRT Steuerberatungsgesellschaft erneut das Vertrauen der Mitglieder und Schriftführerin des Vereins ist wieder Sandy Schäumflug, Geschäftsführerin Pflegedienst am Schloss GmbH. Zudem wurden noch die Beisitzer gewählt. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Vorsitz.
Ja, zieh doch mal ein Resümee. 10 Jahre gibt es das Netzwerk und mit viel Erfolg. Also ich muss erst mal sagen, ich bin nicht nur überrascht, sondern auch ein bisschen überwältigt, aber auch sehr froh und ein wenig stolz, dass ich nach mittlerweile über 10 Jahren, im Prinzip 12 Jahren, aktive Mitarbeit im Mitteldeutschen Netzwerk für Gesundheit e.V. jetzt das große, großartige Vertrauen bekommen habe, den Vorsitzenden zu machen. Ja, das soll nicht nur ein Posten sein für mich, und so verstehe ich das, habe ich das nie verstanden, weil ich war ja viele, viele Jahre stellvertretender Vorsitzender an der Seite von Roland Harlaux und jetzt seit ein paar Jahren von Lars Frohn. Und das Vertrauen an einer guten, fruchtbaren Zusammenarbeit ist nicht gebrochen, sondern ist weiterhin stabil. Und wenn man das sieht, dass so viele zahlreiche Mitglieder heute anwesend sind und sich haben auch vertreten lassen durch Vollmacht, dann sieht man, dass das Interesse der knapp 70 Mitglieder über 50%, also 35 Mitglieder anwesend waren oder sich haben vertreten lassen. Das ist für heutige Vereine eine sehr gute Zahl. Und das stimmt mich froh und für die Zukunft auch sehr optimistisch, weil wir haben einige Ziele und Dinge vor uns. Nicht nur das Projekt Apfellatein, was ja es seit ewigen Zeiten gibt, sondern auch Pflege und Gesundheit. Und wir wollen andere Säulen bedienen und alle mitnehmen aus der Gesundheitsbranche, dass wir uns auch präsentiert und repräsentiert fühlen. Und auch die Themen, die die Gesundheitsbranche bewegen, auch bearbeiten. Nicht nur in Form von direkter Kommunikation auf persönlichem Weg, sondern auch bei Messen, bei Veranstaltungen, auch zum Neujahrsempfang oder halt zu Beratungen, die man miteinander führt, um dann immer ein kleines Stück voranzukommen, was jetzt die Gesundheit so ausmacht. Denn Gesundheit ist mehr als nur ein Gefühl, sondern ist auch ein Zustand, der immer wieder neu gepflegt werden muss. Und heute gesund heißt nicht morgen gesund. Und deshalb ist das Wort Gesundheit nie abgedroschen, sondern immer ein zukunftsträchtiges, wichtiges Wort und Inhalt für Freizeit, Bildung, Beruf und Sport. Und das macht uns alle nur miteinander stark. Ja, dann bleibt uns ja nur eins zu wünschen. Alles Gute fürs Netzwerk, für dich, dass du gesund bleibst und man sieht sich. Danke, danke sehr. Auch an das BLK Regional TV. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hunmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hunmölzen. Auch wenn es draußen langsam kälter wird, heißt das noch lange nicht, dass man das Wochenende nur auf dem heimischen Sofa verbringen muss. Im Burgenlandkreis ist noch eine ganze Menge los. Was das genau ist, das verraten wir Ihnen jetzt, wie gewohnt, in den Veranstaltungstipps. Das Ende der Weinlese wird am Samstag, den 2. November, in der Winzervereinigung Freiburg mit einem Erntedankfest in der Zeit von 13 bis 15 Uhr mit regionalen Erzeugern saisonaler Produkte, hauseigenem Federweiser, stimmungsvoller Musik und Führungen durch die Kelleranlagen gefeiert.
Um 13 Uhr findet zudem der traditionelle Erntedankgottesdienst statt. Das Team vom Naumburger Turbinenhaus lädt am Samstag ganz herzlich zur Nachtschicht-Disco ein. Es erklingt Musik von heute und dem Besten aus den 70er, 80er und 90er Jahren und den DJs von Klangwerk. Das Turbinenhaus verwandelt sich in eine exklusive Party-Location. Mit viel Musik, netten Leuten, Cocktails und Spaß geht's in eine lange Partynacht. Los geht's um 20 Uhr. Nur wenige Geschichten auf dieser Welt haben eine ähnliche Popularität erlangt wie die Legende um Robin Hood. Reisen Sie in das Jahr 1194 und werden Sie Zeuge, wie der berühmte Geächtete England Gerechtigkeit und Freiheit zurückgibt. Erleben Sie Robin Hood, das Musical, aufgeführt von den Schülerinnen und Schülern des Weißenfelser Goethe-Gymnasiums, letztmalig auf der Bühne im Rahmen der Weißenfelser Theatertage. Beginn ist am Sonntag, den 3. November um 14 Uhr im Weißenfelser Kulturhaus. Genießen Sie am Sonntag, den 3. November in der Hohenmölzner Stadtkirche St. Peter die Legende aus Russland. Der Chor wird Ihnen russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Lassen Sie sich faszinieren von den Tiefen und Höhen der Tenöre. Einlass ist um 14 Uhr. Am 2. November ab 16 Uhr öffnen sich bereits zum vierten Mal die Eingangstüren von Gera Wirtschaftsunternehmen. Bis 23 Uhr können Besucher auf eine spannende und informative Entdeckungstour gehen. Per Betis muss allerdings keiner den Weg zu den Firmen antreten. Im Eintrittspreis ist die Nutzung der Bus-Shuttle-Linien bereits enthalten. Die Haltestellen befinden sich in der Nähe der teilnehmenden Unternehmen. Einen detaillierten Busplan gibt es im 72 Seiten starken Programmheft. Interessierte erhalten diese zum Beispiel in der Gera-Information, im Rathaus, bei den Teilnehmern und in allen Kartenvorverkaufsstellen. Um den Wunsch von Familien mit Kindern zu berücksichtigen, startet die lange Nacht der Wirtschaftslöwen 2019 bereits um 16 Uhr. Um 23 Uhr schließen sich dann die Firmentore. Die Eintrittspreise haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht geändert. Wer den Vorverkauf nutzt, kann das Ticket für 8 Euro erwerben. Am Veranstaltungstag kostet das Ticket an den Abendkassen dann 12 Euro. Für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung gibt es gegen Ausweisvorlage ermäßigte Karten. 23 Teilnehmer haben sich in den letzten Wochen intensiv auf die Nacht der Nächte vorbereitet. Ein Blick ins Programmheft zeigt tolle und interessante Möglichkeiten auf, die bunte Wirtschaftslandschaft in Gera und Umgebung kennenzulernen. Auch die Stadtverwaltung Gera ist in diesem Jahr als Teilnehmer aktiv. Die Besucher dürfen sich am Abend des 2. November auf ein offenes Rathaus mit viel Informativen und Spannenden freuen. Das Credo von Deutschlands lustigsten Bürokraten: Wer lang im Büro sitzt, macht auch nur Fehler. Willkommen beim neuen Bühnenprogramm von Baumann und Clausen. Tatort Büro. Die beiden liefern mit ihrem neuen Bühnenprogramm die lustigsten Antworten der Republik auf alle Fragen, die unter der Käffchentasse brennen. Das können Sie am Sonntag, den 3. November ab 18 Uhr im Theater im Kapitol Zeitz live erleben. Wir wünschen schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir feiern ja in diesem Jahr 30 Jahre Mauerfall. Da hat jeder von uns sicher so seine ganz persönlichen Erinnerungen. Stellvertretend haben wir uns in Freiburg beim Gartencenter Enders umgesehen. Wie hat dieser Betrieb die Wende überstanden und was gab es seitdem an Veränderungen? Das Gartencenter Enders in Freiburg ist eine feste Adresse, wenn es um Pflanzen, Baumpflege und Gärtnerei geht. Gegründet wurde es im April 1991. Evelyn Enders erinnert sich noch gut an die Zeit. Also die Idee dazu hatte mein Bruder Jürgen. Und es war so, dass er, nachdem die Grenze geöffnet worden ist, im November 89, zu meinem Cousin nach Frankfurt am Main, der ebenfalls Gärtner war, dort arbeiten gegangen ist. Und er wollte sich da neue Erfahrungen sammeln und mal sehen, wie es halt dort ist und natürlich auch ein bisschen Geld dazu verdienen. Westgeld, wir hatten ja noch unser Ostgeld. Nach 3 Wochen kam er zurück
Ich war gerade unten beim Hacken im Garten, also in der Gärtnerei von unserem Vater. Und er kam und sagte, Evelyn, wollen wir nicht ein Gartencenter bauen? Und da ich schon mein ganzes Leben lang eigentlich von einem kleinen Blumenhaus geträumt hatte, schon als ich Kind war, wollte ich immer auf die Ecke der Gärtnerei, und das hat mein Vater auch gut geheißen, ein kleines Blumenhaus bauen. Was bedeutet kleines Blumenhaus? Natürlich so, wie wir es zu DDR-Zeiten kannten, 20 mal 20 Meter, was mit dem, was wir jetzt hier stehen haben, nichts zu tun hat. Und so hat ich, als Jürgen mich da gefragt hat, habe ich dann einfach gesagt, ja, ich bin dabei, ich mache mit. Und das war wirklich total spontan zugesagt und ja, nicht drüber nachgedacht. Es war einfach so, meine Kinder waren zum damaligen Zeitpunkt noch klein. Und im Kapitalismus, das war mir dann irgendwie klar, Frau alleinstehend mit zwei kleinen Kindern kommt nicht gut an oder findet vielleicht keine Arbeit oder sonstiges, was man so gehört hatte. Viel wussten wir ja noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das war die Idee, es war Jürgens Idee und ich habe einfach spontan ja gesagt. Sie selbst durfte zu DDR-Zeiten nämlich keine Gärtnerin werden. Mein Wunsch vom Kindesbein an war, Gärtnerin zu werden. Und als die 10. Klasse dann ran war und ich mich beworben habe als Gärtner, also zuerst als Florist, dann als Gärtner in Merseburg, in Halle, in Erfurt hatte ich mich beworben und habe immer Absagen bekommen. Anfangs war es mir noch nicht so klar, doch dann wurde ich darauf hingewiesen oder irgendjemand hat es mir erzählt, sagt, du kannst dich jetzt bewerben als Gärtner, wie du möchtest, du wirst dort nicht ankommen, dein Vati ist privat. Und sie möchten ja bei uns das Privateigentum nicht weiter fördern, sondern das soll ja irgendwann mal einschlafen bzw. nicht mehr da sein. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht für mich. Und dann habe ich tatsächlich auch von einem Tag auf den anderen, also von einer Nacht auf die andere, gesagt für mich selbst, wenn ich nicht Gärtner werden will, dann wäre ich einfach Schlosser in Leuna. Aus Trotz, ich war damals 10. Klasse Halbjahr, es war eine Trotzreaktion, wo ich einfach gedacht habe, jetzt könnt ihr mich mal alle, jetzt gehe ich erstmal als Schlosser nach Leuna. Und der einzige Beweggrund dafür war eigentlich, in der Klasse gibt es viele Jungs, mit denen verstehe ich mich gut. Und mehr wusste ich nicht, ich wusste von dem Beruf des Instandhalters überhaupt nichts, dass ich da ein halbes Jahr feilen muss oder so. Ich wusste nichts, ich habe es einfach aus Trotz gesagt und auch getan. Und der Traum erfüllte sich, nach der Wende. Gemeinsam mit ihrem Bruder gründete sie in Freiburg das Gartencenter. Auch an diese Zeit kann sie sich noch gut erinnern. Es gab aus dem Grund keine Komplikation, weil wir wirklich von nichts eine Ahnung hatten. Also wir sind sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Wir wussten nicht, wie wir kalkulieren müssen. Wir kannten den Spaten in der Hand und die Gärtnerei, die Gärtnererde unter uns in der Gärtnerei. Und damit konnten wir umgehen. Und als wir plötzlich hier ins Geschäftsleben eingestiegen sind, haben wir uns das angeeignet, Stück für Stück. Mit Hilfe von unserem Cousin wiederum, der Beowulf, der auch Gärtner, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der uns einfach Ratschläge gegeben hat und Tipps, wie man es gut machen kann oder wie man es gut hinkriegt. Und dann einfach nur angefangen zu arbeiten und es hat immer Spaß gemacht. Ohne Spaß kann man sowas nicht machen. Und am Anfang kann man fast sagen, Tag und Nacht gearbeitet. Auch Evelins Sohn Max ist im Gartencenter beschäftigt, auch wenn er einen anderen Weg eingeschlagen hat. Wo ist mein Telefon? Ja, Telefon ist neu dran. Du musst mal wieder ein Foto machen. Ist es soweit? Alles klar. Okay. Ja, lass ruhig kommen. Ja, aber der kommt ja nicht gleich. Jawohl, und ab. Ein Traum. Ich hab's, Seil. Es war recht lustig. Also ich habe auch Gärtner gelernt. Ganz normal im Zierpflanzenbau und in der Baumschule.
Und durch mein Hobby bin ich dann ein bisschen in die Kletterei gekommen und habe dabei jemanden kennengelernt, der eben die Baumpflege schon beruflich macht. Und bei dem habe ich dann die Baumpflege gelernt. Das war ein Meister. Ja, und der hat es mir eigentlich ganz gut beigebracht. Nun bist du ja auch Meister geworden. Mhm. Warum war dir das wichtig, diese Qualifikation noch zu machen? Ich mache ja jetzt schon 2 Jahre lang Gutachten für diverse Behörden, für Baufirmen und so weiter. Und diese Gutachten mache ich ganz gut, aber gerade auf dem Bereich wollte ich mich noch einmal ein bisschen fortbilden, Schreiben von Gutachten, rechtliche Hintergründe. Ja, da ist der Meister ganz gut. Und die andere Sache, das Betriebswirtschaftliche, kommt jetzt auch nicht ganz von ungefähr und ist ja auch ein großer Teil der Ausbildung. Für ihn war es aber auch wichtig, sich weiterzubilden. Erst seit kurzem hat er seinen Fachagrarwirt in der Tasche. Also den Meister unter den Baumpflegern. Nicht erschrecken, jetzt könnte es leicht wackeln. Und du sagst, okay, was soll ich? Fertig? Alles klar. Und Achtung. Achtung. Baum fällt. Für ihn war klar, dass er nicht gleich in die Selbstständigkeit gehen wollte. Aber hat ja kaum gewackelt. Du hast viel zu gut gebremst. Von jetzt auf gleich in die Selbstständigkeit ist eine schwierige Sache. Gerade habe ich ja bis vor kurzem noch keinen Meister gehabt, sodass viele Büroarbeiten ich mir erst aneignen musste im Familienbetrieb. Wer weiß, vielleicht geht es auch weiter im Familienbetrieb. Das ist jetzt alles noch nicht ganz so klar. Da muss man einfach mal schauen. Wie seine Zukunft aussieht, da hat er sich noch nicht ganz festgelegt. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Ich habe mich jetzt eben in die Baumpflegerichtung spezialisiert und weiterentwickelt, was jetzt aber nicht heißen muss, dass ich nicht im Gartencenter auch eine Zukunft sehe. Ich muss das einfach erstmal ein bisschen abwägen in mir und dann mal schauen, ob man es zusammen machen kann, ob man es vielleicht auseinander nimmt. Wir müssen einfach mal sehen, wie sich die Zeit entwickelt. Seine Mutter ist auf jeden Fall stolz auf ihn. Nein, das freut uns natürlich, also mich als Mutter und mein Bruder als Onkel, freut es natürlich, dass wir das jetzt nicht ganz umsonst aufgebaut haben, sondern die Möglichkeit besteht, dass es weiter existieren wird. Wie es mit dem Familienbetrieb in Zukunft weitergeht, ist zwar noch nicht explizit geklärt, aber auf irgendeine Weise wird es weitergehen. Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Gut schlafen, das klingt so einfach und kann doch so schwer sein. Wir zeigen Ihnen den Weg zum erholsamen Schlaf. Als Zentrum für körpergerechte Schlafanpassung sorgen wir dafür, dass Ihr neues Bett genau zu Ihnen passt. Ergonomisch angepasste Matratzen unterstützen Ihren Körper in jeder Lage.
finden Sie die idealen Voraussetzungen für einen gesunden und erholsamen Schlaf im Bettenland Weißenfels. Sportlich ist natürlich auch am Wochenende im Burgenlandkreis wieder viel los. Welche Spielansetzungen anstehen, das erfahren Sie jetzt wie gewohnt in unserem Sportblick. Der Sportblick bei BLK Regional, präsentiert vom Mercedes-Benz Autohaus Max Schulz. Jetzt 14 Mal im Herzen Deutschlands. In der Fußballverbandsliga steht am Sonntag ein Lokalderby an. Die Kicker von Blau-Weiß Sobau empfangen die Elf vom SSC Weißenfels. Anpfiff ist um 14 Uhr. Und auch in der Landesliga Süd kommt es zum Lokalderby, denn hier stehen sich Rot-Weiß Weißenfels und die Mannschaft vom FC Naumburg gegenüber. In der Landesklasse 7 begrüßt SV Groß-Grimma die Elf vom SV Burgwerben im Rippachtal. SV Gröbes trifft zu Hause auf die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels. SV Pronspetra genießt ebenfalls Heimvorteil. Sie müssen sich gegen die Kicker vom ESV Herren-Gosserstedt durchsetzen. Die Laucher laufen beim RSK Freiburg auf und das Team vom 1. FC Zeitz muss in Sperrgau punkten. Die zweite Mannschaft vom FC Merseburg hat die Mannen vom TSV Leuna zu Gast. Alle Spiele beginnen am Samstag um 14 Uhr. In der Handball-Oberliga kämpfen die Männer vom HC Burgenland am Samstag auf heimischem Parkett gegen die Mannschaft von der SG Pirna Heidenau. Los geht's um 19 Uhr im Naumburger Euroville. Und die Damen vom HC Burgenland reisen am Samstag zur SG Apolda Großschwabhausen. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. In der Handball-Verbandsliga geht's für die Domstädter am Samstag zum Quedlinburger SV. Und der WHV begrüßt in der Weißenfelser Inge Schanding Sporthalle am Sonntag die Mannschaft von Rot-Weiß Staßfurt. Anpfiff ist hier um 14 Uhr. Und die zweite Damenmannschaft vom HC Burgenland empfängt am Sonntag in der Sporthalle Prittitz das Team vom HSV Magdeburg. Los geht's um 16 Uhr. Die Herren des UHC haben am Samstag die Red Hawks aus Kaufering zu Gast. Beginn ist um 18 Uhr. Und die Damen treffen auf heimischem Parkett bereits um 15 Uhr auf die Lady Piranhas. In der Basketball-Bundesliga geht's für die Wölfe am Samstag zum Auswärtsspiel nach Würzburg. Anpfiff ist hier um 18 Uhr. Der Sportblick bei BLK Regional. So dynamisch und vielfältig wie die Fahrzeuge aus dem Mercedes-Benz Autohaus Max Schulz. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut. Und wir sehen uns, wenn Sie möchten, schon am kommenden Dienstagabend wieder. Natürlich hier bei Ihrem BLK TV. Bis dahin gibt es weitere Nachrichten, immer aktuell auf unserer Webseite blkregional.tv. Oder Sie klicken mal rein auf unsere Seite bei Facebook. Also, machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen.